Die Entwickler haben heute Abend frisch zwei neue Packs für The Sims 4 angekündigt. Das neue Unterwäsche- sowie Badeutensilien-Set wurde frisch vorgestellt. Alle Infos in diesem Video. Es ist nicht viel Zeit vergangen, seitdem eines der neuen Sets für The Sims 4 offiziell geleakt wurde. Jetzt aber müssen wir nicht mehr spekulieren, denn die offizielle Veröffentlichung des Unterwäsche- und Badeutensilien-Sets stehen vor der Tür. Die beiden Mini-Inhalte werden schon übermorgen, den 19. Januar, offiziell veröffentlicht. Passend dazu gab es ebenfalls ein neues Update, welches nicht die Säuglinge mit ins Spiel bringt. Jetzt zu den Inhalten. Das Unterwäscheset beinhaltet, wie der Name schon vermuten lässt, verschiedenste Unterwäsche für männliche und weibliche Sims. Die Entwickler meinen hierzu: Diese Kollektion lässt jeden Sim im Schlafzimmer mutig, kokett und charmant aussehen. Mit spitzen besetzten Bodysuits, einer Vielzahl von Unterwäschestilen und verspielten Boxerprints. Der erste dazu geteilte Screenshot lässt bei mir hauptsächlich die Frage aufkommen, warum die Sims in Unterwäsche vor dem Haus herumstehen. Eigentlich sollte uns aber in dieser Spielereihe sowieso nichts mehr überraschen. Ein besonders cooles Detail finde ich aber die Aufschrift auf der männlichen Unterhose des Sims links. Damit sieht diese aus wie eine real existierende. Das meiner Meinung nach aber etwas sinnvollere Set ist das Badeutensilien-Set. Dieses wird von den Entwicklern wie folgt beschrieben: Macht das Badezimmer zum am meisten dekorierten Raum im Haus. Von Omas Gebiss bis zur Wanddekoration für alle Altersgruppen, es ist der beste Raum für persönliche Zuflucht. Die Screenshots zeigen einige lustige Dekoobjekte. Zu sehen sind unter anderem Handtücher mit Void-Kreaturenbezug für die Wand, ein Pömpel, eine Zahnbürste sowie kleinere Wandsticker und einen Föhn. Ob man mit all diesen Objekten interagieren werden wird, ist derzeit aber noch unklar. Auf dem zweiten geteilten Screenshot kann man aber noch viel mehr kleine Objekte wie eine Fußmatte oder buntes Klopapier erkennen. Das wohl größte Highlight könnte für viele die neuen Lichtschalter für die Wand sein. Mit diesen wird man aber leider nicht interagieren können, wie von Simguru Ash verraten wurde. Eigentlich ziemlich schade, gerade da ich mir vorstelle, dass diese kleine Anpassung nicht viel Entwicklungszeit gekostet hätte. Was denkt ihr zu den zwei neuen Sets? Welches von den beiden sagt euch eher zu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.